Willkommen zu einer weiteren Folge Sky Attack. Ihr seht, mein Inventar ist leer. Woran das liegt, das seht ihr jetzt in der Folge. Wir haben ein bisschen Spaß mit GroKo und Spark, mit Dschungelsaplings und letztendlich bin ich dann am Ende gestorben. Wie seht ihr jetzt dann im Video? Ich mache jetzt mal einen Dschungelbaum und dann schauen wir mal, ob wir genug Setzlinge für den Großen zusammenbekommen, okay? Ja, guck das mal. Ja, ansonsten, ich habe auch noch Dschungelbaum-Setzling, also können wir direkt vier und dann direkt einen Großen machen, GroKo. Ja, können wir auch mal, klar. Kriegst du aus dem Großen auch wieder mehr als vier Saplings raus? Dschungel, das weiß man immer nicht. Bei den Dschungelbäumen wissen wir, bin ich mir immer nicht so sicher. Ja, die haben ziemlich seltene Chancen auf Dings hier. Bei so einem mega großen, glaube ich schon eigentlich. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber du, ich leg's drauf. Saplinge haben die seltenste Chance zu droppen. Kann man nicht eine Dings machen? Vor allem auch nicht so viel Blätter bei denen, ne? Man kann doch bestimmt eine Axt mit Looting verzaubern, dann kriegt man mehr Setzlinge, wenn man die Blätter abbaut. Nein, Fortune, nicht Looting. Ja, sorry, meine ich. Ich habe extra eine Pickaxe gemacht. Wenn ich mir Dschungelbäume hole, dann will ich die auch mit Fortune abbauen, alle Blätter. Ja. Ach so. Ich habe jetzt. Magst du unsere Blätter abbauen, Spark? Ich habe zwei Setzlinge, ja, zwei Dschungelbaum-Setzlinge. Wenn GroKo noch einen hat und Spark noch einen, dann können wir einen Mega-Setzling machen. Mega. Ich würde aber nicht den ersten Setzling für alles machen. Wie gesagt, lass uns mal neue Setzlinge holen. Will noch einer pennen? Ja, ich wollte eigentlich pennen. Ich habe nur vergessen, was ich machen wollte, während ich in meine Base gelaufen bin. Dabei wollte ich mich eigentlich hinlegen. Oh, ein Hund. Hallo. Gut, dann habe ich dich gerne dran erinnert. Dankeschön. Also dann pflanzen wir so einen Baum und der Spark kommt die Blätter holen. Genau. Passt. Also ich habe einen Setzling, hast du drei? Ich habe drei, ja. Ja, da müssen wir eigentlich genug rauskriegen. Gehen wir hier runter auf meine aktuelle Plattform hier unten. Die Fortune Picke. Wenn du kurz Zeit hast, wir müssten schnell den Baum wegmachen. Ja, let's go. Warte, ich habe hier eine Axt. Hast du schon Dia-Werkzeug? Ja, brauchst du eine Diamant-Axt? Ja, ich mach's jetzt noch mit der Eisenaxt fertig. Was ist meine Diamant-Axt eigentlich? Die habe ich von rausgetan. Ich würde dir eine geben für den Job. Ja, komm, ich habe mein eigenes Werkzeug. Kenne ich, die Einstellung hatte ich auch. So, du fängst unten an, ich fange oben an. Ja, das ja. Hört sich irgendwie nach einem guten Deal. Das ist ja ein Monstrum, an. Was du hier gepflanzt hast. Das ist noch ein kleiner. Ich hatte für Anfang des Streams hatte ich einen, der war 9x9. Also große, 9x9 große. Ne? Ja. Oder? Ja, das stimmt schon. Nee, nicht nochmal 9, der war 3x3 groß, also 6x6. Das war dann, waren ordentlich viel Holz. Also sehr, sehr viele Stöckchen. Ich halte auch nochmal mit abbauen. Schau bitte in die Eisenfarm. Jetzt kommt Effizienz 5 zum Einsatz. Hast du eine Eisenfarm, GroKo? Ja, mittlerweile. Bin stolz auf dich. Gell? Ja. Aber das ist bei mir mein eigenes Tempo, eins nach dem anderen. Bei mir beschweren sich schon, dass ich das Dorf nicht baue. Das Dorf machen wir auch. Eins nach dem anderen. Ja, eben. Eins nach dem anderen, Leute. Wir haben viel zu tun hier. Und das Schöne im Stream ist ja die Interaktion, ja? Und wenn ich jetzt anfange, hier stupide Dorf zu bauen, also stupide ist ja Reddit, ne? Ich mache jetzt lieber diese Settling-Aktion mit den anderen. Das ist irgendwie... Ach, ist das Spark. Okay. Wie seid ihr denn so schnell? GroKo, hast du jetzt noch eine Dia-Axt? Ja, kriegst du gleich. Mal runterwerfen? Nee, also, ich habe nicht eine. Ich habe keine Einstecken. Also, du fällst tief jetzt gleich. Sehe ich dann einen Ast, auf dem du stehst? Okay. Quasi. Warte, schau mal, nimm mal die da. Alter. Effizienz 2. Ah, okay. Ja, es ist sich halt, was man so kaufen kann, fertig. Ja, passt Effizienz ja. Effizienz 2, was verkauft der hier? Auch Effizienz 2, ja, aber der hat noch Unbreaking mit drauf. Ich habe keine Smaragde. So, und was machst du mit dem ganzen Holz? Zu Stöckchen machen und wieder in Smaragde verwandeln. Oha. Also ich habe einen Trader, der tut ein Spruce Wood Boot in ein Emerald umwandeln. Okay, ist das jetzt das gut ist, oder? Ja, das ist günstiger halt als die Setzlinge. Schau mal, Basti, gib mir mal die andere zurück. Du kriegst die ganze wieder. Oh, ja, hier. Dankeschön. Ja, das ist aber lieber. Dankeschön für eure Hilfe. Basti, schau mal, dann kriegst du den Setzling hier. Ja, soll ich jetzt Knochen so einen Megabaum machen? Ja, unbedingt. Ich hab Knochen mehr. Ja, also brauchen wir noch... Bis das andere Blatt weg ist. Wir brauchen noch einen vierten Setzling. Also ich dachte, du hast drei. Ich hab zwei. Ah, okay. Lass erstmal kleine Bäume machen und dann, wenn ich mit Fortune abbaue, kriegt man doch schnell raus. Also. Okay. Ja, eigentlich schon. Ich tue uns mal die Erde hier rüber.
Also ich hätte zwar noch einen Zeppling, aber das ist ja, ich, wie gesagt, ich würde eigentlich die sichere Variante nehmen. Verstehe ich, bitteschön, hier. So, das war genug weg für die von den Blättern. Ja, da. Ja, achso, hier. Ja, ja, ja. Achtung. Bone Meal. Ah, oh, hast du schon. Nice. Ja, achso, eine Kakaobohne brauche ich für ein braunes Schaf. Kannst du das bitte nochmal sagen? Eine was? Eine Kakaobohne. Eine Kakaobohne. Hä, was ist daran jetzt falsch? Sagst du immer Kakao? 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 Kakao. Man merkt, dass Basti als Erzieher arbeitet. Hä? Warum? Was sage ich denn falsch? Es klang einfach ungewohnt, sagen wir es mal so. Falsch würde ich jetzt nicht sagen. Kakaobohne. Jetzt bin ich total verunsichert, das weiß ich nicht mehr. Eine Kakaobohne. Kakaobohne. Kakao. Kakao ist was anderes. Kakaobohne. Was ist Kakao? Hä? Jetzt. Ein Zeppling ist by the way schon unten, ne? So, wenn jetzt noch ein zweiter droppt, dann war es zu was. Ich habe einen im Inventar. Hast du jetzt ich einen eingesammelt? Ich habe zwei. Nee, aber nicht neu, oder? Nee, neu. Nee, du hast neu. Immer noch deine zwei. So, es ist nur ein Zeppling rausgekommen, ne? Das ist so, das krass, ist so traurig, Digga. Alter. Ja, es ist einfach. Dum, di, dum. Ja, oh, wow. Das sieht gut aus. Das ist ein guter Baum. Wir brauchen viele Blätter. Wir brauchen Fortune 3 Spitzhacke. Die baut Glück 3, werden die Blätter abgebaut. Und es kommt vielleicht sollen wir doch, mit Looting kann abbauen. Kam was raus? Nee, Looting funktioniert. Kroko ist das Papa, der weiß, was Kakao ist. Das heißt wieder viel Arbeit. Ja, kenne ich. Oh, Musik ist das. Da kommt auch wieder kein Sapling raus. Ja. Das kommt ja, schon noch die richtige Spitzhacke. Das ist die mit Fortune drauf. Ja, aber du musst es auf die Axt machen, oder? Nee. Und hier kam nix. Als ob. Ich habe noch zwei. Ja, das ich heißt, glaub, wir sollten mal kollektiv versuchen, das zu vermehren. Jetzt hier, damit jeder am Ende noch von den Jungle Saplings hat. Ja, ja. Das gewesen. Das wäre echt bitter. Also, die anderen haben bestimmt safe noch. Wenn ich mit Glück 3 abbaue, ich glaube, dass da so viel Jungle. Okay, einen habe ich hier. Einen, das heißt, wir haben wieder zwei. Wenn wir jetzt einen zweiten haben, sind wir wieder auf Start. Ja, dann sind wir wieder auf Start. Das ist gerade wie Roulette. Ich darf freudig verkünden, ich habe einen zweiten und sogar noch einen dritten. Jawohl, dann haben wir einen Megabaum, oder? Vierten. Da ist noch einer. Oh, fünf. Jawohl. Hä, was ist jetzt auf einmal los? Alles in einem Baum? Jetzt hast du die richtige genommen. Vorher hast du uns verarscht, hast mit der Hand abgebaut. Ja, genau. Nice. Ja, dann machen wir jetzt gleich einen großen, oder? Ja, ja. Und das sind bestimmt Könnt ihr nicht aufhören, über Kaka zu reden? Ja. da ist noch ein Baumstamm. Mach mal noch, warte mal. Hier pflanzen oder da drüben auf der großen Fläche? Komm, Huckepack. Huckepack. Oh, jetzt. Das würde ich mir noch wünschen, dass es in Minecraft geht. Huckepack fände ich noch zu gut. Das reicht nicht. Hast du's? Ja, warte. Ah. Yeah. Ich wusste das nicht. Du kannst auch so eine Rüstung anziehen. Wir sind ja in Sky. So, eine noch hinsetzen, Spark. Kost ist nur teuer, eine Rüstung. Eine Rüstung ist nur teuer, wenn man runterfällt. So, oh, rot und da. Und Weins. Aber keine. Warum gibt's denn keinen Kakao? Wechseln. Ja, aber die können. Eine Kakao kann auch nur natürlich generieren, oder? Echt? Ja, aber wie kriegt man dann generell Kakao? Ja, unter den Trader. Ah, okay, über den. Alles klar. Der hat auch pinken Farbstoff, der hat auch braunen Farbstoff. Ja, aber ich brauche nicht den Farbstoff, ich brauche die Kakaobohnen, damit man Kakao anpflanzen kann. Ja, und du brauchst Kakao. Für den braunen Farbstoff brauchen wir Kakao. Und für Cookies. Die möchte ich nicht mehr essen, wenn die mit Kakao gemacht sind. Und, ja, aber du musst damit, hier Papagei kannst du züchten damit. Hat jemand einen Papagei? Ich glaube, Gaming Guides hatte Papagei. Ist der im Dummy-Biom? Ach, stimmt, ja. Die kann man ja mit Blätter, ganz konservativ die Blätter abbauen mit der Glücksspitzhacke, ne? Deswegen, das dauert ein bisschen, weil das ist doch ganz gut. Spark, hast du Feather Falling? Nope. Nein, ich helfe dem Spark hier. Ja, aber lass mich doch erstmal oben hier die Dinger wegbauen, das dauert halt ein Momentchen. Ich komme dem Spark quasi entgegen, sozusagen, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel dabei rumkommt. So, ein Zeppling habe ich bisher. Nochmal rausgekriegt aus dem.
Einen. Einen habe ich auch. Ja, da kommt safe mehr raus, bestimmt. Zweiten habe ich gedroppt. Wichtig ist, dass man nicht auf den Blättern steht, während die über dem Void sind, weil es kann mal sein, dass so ein Blatt verschwindet. Ja. Kann das sein? Warte, ist überhaupt ihr Void oder ein Blätter? Nein, alles gut. Der Panik-Spark ist wieder da. Ja, dann hier ist, glaube ich, nächster nochmal runtergefallen, aber ich weiß gar nicht, wo der Repair ist. Nee, das ist. Mann. Das war's ein Bruce-Wood. Das andere sind Lianen, die ganze Zeit runterfallen. Ja, ich mach Lianen hier, weil dass ich auch irgendwas mache. Ja, Leute, alles gut, wir haben nach 22 Uhr, wir dürfen jetzt von Kakao reden. Kakao hat überhaupt nichts mit 22 Uhr zu tun, also. Ja, ja. Im Normalfall nicht, muss man natürlich leider dazu sagen heutzutage, aber. Ach, dann kommt noch ein Zeppling runter. Wo? Ich hab erst einen Zeppling, ne? Ich hab auch einen. Ich hab jetzt einen gedroppt schon. Also wir haben hier raus. Alles, was jetzt rauskommt, ist Profit. Nice, hat sich auch voll rentiert. Papageien sterben durch Kekse. Das wissen wir. Aber mit sterben sie auch durch Kakao? Ich weiß es nicht. Was, die sterben durch Kekse? Damit züchtest du die doch. Nein. Wer hat dir das erzählt? Was ihr das erzählt? Hä, mein Chat? Mein Chat hat immer gesagt, ich muss die mit Kakao, mit Cookies füttern. Du hast sie geklaut. Und deswegen wolltest du die Kekse erst haben, oder was? Ja, auch, unter anderem halt. Nee, wenn ein Papagei mit Keks wird, das stirbt er. Seit wann das? Schon immer. Das haben die gemacht, damit die Kinder zu Hause Papagei nicht mit Schokolade füttern, weil die Tiere dran sterben. Was? Ja, das ist giftig für Papageien. Das will ich an einem Live-Experiment sehen. Hat irgendjemand einen Papagei? Na, hörst du auf? Hä, ich dachte immer, die züchtet man damit hoch. Mit was züchtet man die? Ich hab die doch gezüchtet. Mit Seeds wahrscheinlich. Ah, ey, ich hab schon so lange keinen Papagei mehr gezüchtet. Aber ich hab mal einen Papagei getötet, der war rot. Ne, Spark? Okay. Ja. Ich hab erst letztens den Clip gesehen bei dir auf dem Zweikanal. Was ist mein Trick? Ha? Was für ein Trick? Ich habe deinen Clip gesehen, wie der Papagei da einmal umgekommen ist bei dir in deiner Bette. Ja. Aber es ist schöner, wenn die Betten haben zum Schlafen. Hier unten liegt ein Setzling. Was ist denn mit den zwei Setzlingen? Ich habe gedacht, du hattest noch zwei davon. Liegen oder so. Drei Setzlinge. Wovon? Was habe ich? Ich wollte Basti mal wegen den Ziegen fragen, weil der hatte doch mal. Ja, pass auf. Ich hatte ursprünglich drei Ziegen. Jetzt ist es nur noch eine, weil Riol nicht zielen kann mit dem Bogen und mit einem Schuss zwei Ziegen gekillt hat. Ich muss sagen, er kann besonders gut zielen, wenn er mit einem Schuss zwei schafft. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber es waren dann alle Ziegen tot. Also ich habe eine einzige Ziege. Die kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Das ist der Zuchtbock. Nee. Ich habe gedacht, wir machen so eine Ziegenarena. Wo wir einfach eine Arena haben und draußen ist Void und du musst mit der Faust auf die Ziege einprügeln und wer zuerst gewinnt, weil die Ziege, die kann ich runterkicken, ne? Ja. Oder du haust die kaputt. Mit Ziegen habe ich noch keine Erfahrung gemacht, was das Runterboxen und so angeht. Aber spawnen bei dir Ziegen, Spark, oder nicht? Also ich habe oben noch keine gespawnt bekommen. Ich weiß nicht, ob die einfach nur nicht auf Cobblestone spawnen können oder was los ist. Also ich habe für einen Ocelot heute Mittag, der gespawnt ist, aber. Oh. Ich habe tatsächlich die drei Ziegen, die ich hatte, Spark, die sind alle im Nether gewesen. Die habe ich mir aus dem Nether gesnackt. Also die sind von irgendjemandem da gespawnt. Ja, ich mach die nur mal weg. So, wenn das jetzt nicht was passiert. Aber das Vettern hat auch einfach runter. Einfach mal los. Pull, zieh. Ah, oh, ja. Und guck. Das ging runter. Genau. Und der Kopf geht weg. Ja. Deswegen, das wundert mich halt auch. Im Singleplayer geht's ganz normal und deswegen denke ich, dass es halt so ein Paper-Ding ist. Das Einzige, was ist, wir müssen mal in der Gruppe fragen, ob TNT-Duping funktioniert. Das heißt, unter Tech-Support. Soll ich da einfach mal reinschreiben? Oder willst du das gerade mal? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich glaube, er schreibt. Bin schon drin. Okay, also mehr kann ich dir gerade nicht helfen eigentlich. Mich wundert's. Ich habe nein! Oh, er ist runtergefallen. Oh Gott, ich bin so dumm.
Basti, wie war das nochmal bei deinen Dschungelsäpplingen? Ich hatte 7 also. Stück. Well played. Nee, gut, dann, dann warte ich mal und werde es vielleicht die Tage dann nutzen können. Lissor, das war ein Todesfall. Ja, was kann ich dafür, dass du da drauf steigst? Dass du hier wieder Bomberman spielen möchtest, war klar. Ich hab ausgezockt. Basti hat sich ausgezockt. Ist Basti nicht gerade ausgestiegen und dann einfach runtergefallen, deswegen? Wahrscheinlich, ja, aber. Nein, ja, ich bin am. Kann ich ja nichts dafür. Bin am Slime. Ich wollte rüberspringen, bin irgendwie am Slime-Block hängen geblieben. Okay. Ja, so. Gut. Ja, ich bin okay, dann raus, dann ich geh weinen. Trotzdem ciao. Vielen Dank. Ja, ciao. Leute, das war's mit der Folge. Lasst ein Like da, schaut die anderen Videos.